to even be a Black Panther, it's an honor, it's a privilege. It's not a religion. We can't promise you no sweet pie in the sky when you die. Hallo und herzlich willkommen zum Radio 1 Film der Woche. Jetzt endlich auf DVD erschienen What You Gonna Do When the World's on Fire von Roberto Minervini aus Italien. Der Film lief in Venedig bei den Filmfestspielen, was eine Ausnahme ist, dass Dokumentarfilme da laufen. Er war im Kino zu sehen und nun also endlich auf DVD. Ein Meisterwerk des dokumentarischen Beobachtens. Und ganz typisch für diesen Regisseur, dass er sehr direkt hineingeht in die einzelnen Szenerien, dass er sich sehr direkt auseinandersetzt mit den Menschen, die er da porträtiert. Hier ist es eine Black Community im Süden der USA. Er hat sich dort lange aufgehalten und zeigt uns zum Beispiel eine Barbesitzerin, die ihren Laden schließen muss. Das war wirklich ihr Lebenshafen. Eine junge Mutter, die Angst hat um ihre kleinen Kinder, weil ringsum in der Nachbarschaft so viele Morde geschehen. Aber auch die sehr heftige, sehr kraftvolle lokale Organisation der Black Panther. 200 Stunden Material hat er aufgenommen in hervorragend fotografiertem Schwarz-Weiß. Und er zeigt uns diese Menschen in ihrem Alltag, sodass wir verstehen können, was bedeutet eigentlich Diskriminierung dann in der täglichen Erfahrung. Er kommt den Menschen ungeheuer nah und belässt ihnen dennoch ihre Würde. Ein herausragendes dokumentarisches Werk, nun also endlich auf DVD. What You Gonna Do When the World's on Fire. Noch mehr Kino gibt's jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.